Hallo, willkommen. Ich lade dich wieder ein zu einer eher dynamischeren Praxis und ich mag dich noch mehr einzuladen, für dich hineinzuspüren, ob diese Praxis für dich heute stimmig ist. In letzter Zeit schenke ich dir hier mehrere kraftvolle, dynamische Sequenzen. Und meine Herzenspraxis ist das Yoga inspiriert von Wanda Scaravelli und das Spürbewusstsein inspiriert von Bonnie Bainbridge Cohen. Und in dieser Praxis, die ich jeden Tag mache, werde ich so innerlich und nah mit mir, dass ich das gerade im Moment nicht gut ins Mikrofon transportiert bekomme. Das ist so ein tiefes Wahrnehmen der Zellen mit den Zellen, Wahrnehmen des Beckens mit den Zellen im Becken. Und ich mag dir wärmstens ans Herz legen, dir diese Videos dazu anzuschauen, was um Spürbewusstsein, intuitive, langsame Praxis geht. Wanda Scaravelli kann ich euch wärmstens ans Herz legen. Es gibt hier auch ein paar Videos dazu oder das Soma-Yoga, die Soma-Entspannung. Und ich denke, wenn wir dieses Spürbewusstsein wirklich tief in unseren Zellen integriert haben, dann geschieht die dynamische, kraftvolle Praxis mit einer Freiheit und Leichtigkeit, die sonst vielleicht nur schwer zugänglich ist. Und bitte halte den, wie die Ausrichtung auf die körperliche Freiheit mit dir. Das heißt, wenn du merkst, dass dir irgendwas zu viel wird, dass dir eng wird, mach weniger. Schau, dass du in deinen eigenen Fluss kommst. Das sind alles Inspirationen und Vorschläge, die ich dir hier mache. Du schaust, was wünscht deine Körperweisheit von dir. Okay, heute gehen wir in eine Praxis der Rückbeugen, Rückbeugenflow. Und dafür mag ich dich einladen, erstmal zum Sitzen zu kommen, in eine gekreuzte Sitzposition. Es kann eine ganz einfache gekreuzte Sitzposition sein. Mit der Einatmung, die Hände liegen auf deinen Knien, öffnest du deinen Herzraum nach oben Richtung Himmel und ausatmend lässt du dich rund werden. Mit der Einatmung wieder den Herzraum Richtung Himmel öffnen und ausatmen, rund werden. Mit der Einatmung die Hände hinter dir aufsetzen, dass die Fingerspitzen nach hinten zeigen, die Vorderseite des Körpers öffnen und ausatmen, wieder rund werden. Dafür kannst du die Hände wieder auf die Knie legen. Einatmen, Hände hinter den Körper, Herzraum öffnet sich nach vorne oben, der Nacken ist getragen und ausatmen, Hände auf die Knie, wieder rund werden. Einatmen, die Hände hinter den Körper, die Vorderseite des Körpers öffnen und ausatmen, die Hände vor dir absetzen. Die Füße können überkreuzt bleiben oder die Fußgelenke, Schultern über deinen Händen. Einatmen, den Herzraum öffnen, ausatmen, lenk der Beckenboden nach innen und du hebst die Knie vom Boden. Einatmen. Vorderseite der Wirbelsäule öffnen, ausatmen, Beckenboden, Unterbauch rollen nach innen, du wirst rund und hebst die Knie, die Füße flach am Boden, einatmen, Herzraum öffnen, genau, Füße flach am Boden und überkreuzt und ausatmen, die Knie wieder anheben, nochmal einatmen, öffnen, Vorderseite öffnen, ausatmen, roll dich nach oben in den nach unten schauenden Hund und lauf ein bisschen auf der Stelle hier. Lade die Schultern, die Ellbogen, die Hüften ein. Wie sich darauf einzustellen, dass jetzt Bewegung kommt, Fluss, du kannst dich hier richtig so ein bisschen durchrekeln und heute mal mit dem Fokus die vordere Brustwirbelsäule zu öffnen. Und
um dann hier das linke Bein nach oben zu bringen, das Knie zu beugen und das Knie nach links oben zu öffnen, dass der linke Fuß zur rechten Hand hinfällt. Und der Unterbauch und der Beckenboden sind leicht in der Aktivität. Das heißt, der Unterbauch lenkt leicht nach innen oben, dass du eine gute Rückbeuge in der Brustwirbelsäule mit einladen kannst. Atme ein und ausatmen. Bring den linken Fuß zurück zum Boden. Einatmen, rechtes Bein heben, beugen. Mit der Ausatmung dich so richtig schön in die Position hineinfallen zu lassen. Rechtes Knie Richtung Himmel. Rechte Hand wurzelt. Rechter Fuß hat Interesse an der linken Hand. Atme nochmal ein, streck das rechte Bein. Ausatmen, den rechten Fuß neben den linken bringen, um dann deine Hände zu deinen Füßen zu laufen. Tief in die Knie zu kommen, dich in dein Becken, in deinen Rücken zu setzen. Mit der Einatmung die Arme über die Seiten nach oben zu bringen. Ausatmen, schließen die Hände vor deinem Herzen. Komm an den Beginn deiner Matte. Einatmen, die Arme über die Seiten nach oben bringen, Hand in Flächen schließen. Ausatmen, Ellbogen beugen, Fingerspitzen zeigen nach unten Richtung Becken. Kopf legt sich in die Hände, Herzraum öffnet nach vorne oben. Ausatmen in die Knie, Herzraum schmilzt nach vorne unten. Auch hier hast du eine leichte Rückwärtsbeuge mit dabei in der Brustwirbelsäule. Einatmen, das rechte Bein zum Boden bringen, rechtes Knie zum Boden, Fuß ist flach, schau hoch. Ausatmen, lenk den Beckenboden nach innen oben, komm nach oben. Einatmen, die Arme über die Seiten hoch. Ausatmen, kommt die rechte Hand nach unten, rechter Ellbogen beugt sich und du nimmst den linken Arm von unten an deinen Rücken nach oben. Beckenboden ist ein bisschen mit in der Aktivität. Einatmen, schön die Öffnung im Herzraum einladen. Kopf ist getragen vom rechten Arm. Und ausatmen, die Hände wieder neben den linken Fuß bringen. Einatmen, linkes Bein neben das rechte Bein. Ausatmen, zum Boden kommen. Zehen lang, Beckenboden ist immer an der Aktivität dabei, hier in den Rückwärtsbeugen. Einatmen, die Arme nach vorne ausstrecken. Beckenboden in die Aktivierung bringen. Ausatmen, Ellbogen beugen. Dass die Hände jetzt im Anjali Mudra im Hinterkopf sind und du kannst die Arme ablegen einen Moment. Und dann einatmen, bewegen die Hände, die Arme nach hinten oben, um ausatmend wieder zum Boden zu kommen. Und das kannst du in deinem eigenen Atemrhythmus machen und die Stirn bleibt erstmal noch liegen am Boden. Dass du einatmest, die Arme hochhebst, ausatmend wieder ablegst. In deinem Rhythmus. Und diesmal hebst du die Hände hoch, die Arme folgen und der Kopf folgt in die Hände. Kraftvoller Beckenboden. Ausatmen, wieder ablegen. Einatmen, erst die Fingerspitzen Richtung Himmel, der Kopf legt sich dann in die Hände. Und ausatmen, ablegen. Einatmen, Arme heben, Kopf kommt in die Hände, zu den Armen hoch. Ausatmen, zusammen wieder ablegen. Nochmal einatmen, Arme hoch, Kopf in die Hände. Ausatmen, ablegen. Einatmen, Hände, Arme hoch, Kopf folgt. Ausatmen, ablegen. Noch einmal einatmen nach oben und ausatmen nach unten. Und ein letztes Mal einatmen hoch. Halten hier den Beckenboden nach innen oben rollen. Erde unter dir spüren als Kraft.
Und ausatmen, Kopf ablegen, Hände unter die Schultern und dich nach hinten oben in den nach unten schauenden Hund bringen. Einatmen, hebt das linke Bein nach oben. Ausatmen, beugt das linke Knie, dass der linke Fuß zur rechten Hand hinfällt. Vielleicht möchtest du jetzt auf die rechte Hand kommen und dich auf die Außenseite vom rechten Fuß rollen, dass du hier eine wunderschöne Öffnung hast. Linker Zehen stehen hinter dir auf. Genau, und schau, dass du nicht aus dir raus praktizierst. Die linke Hand ist durch den linken Arm mit der linken Schulter, dem linken Schulterblatt verbunden. Nach innen praktizieren. Und ausatmen, wieder zurückkommen in den nach unten schauenden Hund. Einatmen, rechtes Bein heben. Ausatmen, das Knie beugen, zeigt nach oben. Rechter Fuß geht zur linken Hand. Vielleicht hier bleiben. Oder mit deiner nächsten Ausatmung dich auf die linke Hand erlauben, die Außenseite vom linken Fuß abrollen zur Erde. Den rechten Fuß hinter dir aufstellen und schau, dass der rechte Arm nicht aus dir rauszieht. Die rechte Hand ist durch den rechten Arm mit der Schulter nach innen verbunden. Auch hier ist der Hinterkopf getragen. Atme ein. Und ausatmen, komm wieder zurück und bring dein rechtes Knie zum Brustkorb und den rechten Fuß zwischen die Hände. Linkes Knie absetzen, linken Fuß absetzen, atme hier nochmal ein, öffne die vordere Wirbelsäule. Ausatmen, lenk den Beckenboden nach innen oben, richte dich auf. Einatmen, beide Arme nach oben bringen. Ausatmen, linke Hand zum Nacken bringen oder in den Raum zwischen die Schulterblätter und der rechte Arm kommt von unten und die rechte Hand und die linke Hand bewegen sich aufeinander zu. Einatmen, Öffnung im Herzraum und ausatmen, die Arme wieder vor dir absetzen. Einatmen, Herzraum öffnen, Leiste dehnen. Ausatmen, linken Fuß neben den rechten. Einatmen, die Arme über die Seiten nach oben nehmen. Ausatmen, Beckenboden aktiv, Ellbogen beugen, Hände in den Nacken. Atme hier nochmal ein und ausatmen in die Knie, die Arme über die Seiten nach vorne unten kommen. Einatmen, das linke Bein nach hinten bringen, linkes Knie zum Boden, linker Fuß ist flach. Ausatmen, Beckenboden lenkt nach innen oben, komm hoch. Einatmen, beide Arme nach oben. Ausatmen, linken Ellbogen beugen, rechten Ellbogen beugen, die Hände aufeinander zu bewegen im Rücken. Vielleicht können die Hände sich greifen. Du kannst super gerne einfach hier unten bleiben. Achte darauf, dass der Beckenboden nach innen oben gerollt ist. Du könntest dein linkes Knie heben und in diese Intensität hineinspüren. Oder die linken Zehen aufstellen, die linke Ferse nach hinten raus verlängern und in eine Variante von Virabhadrasana kommen. Beckenboden aktiv, Unterbauch aktiv. Einatmen, beide Arme wieder heben nach oben. Ausatmen, zurück mit den Händen neben den rechten Fuß kommen und mit der nächsten Einatmung den rechten Fuß neben deinen linken Fuß bringen. Ausatmen zum Boden, Chaturanga. Einatmen, Füße, Wurzeln in der Erde, schieben zum Kopf ran, Kopf und Herzraum öffnen. Ausatmen, über die Vorderseite der Wirbelsäule wieder abrollen. Einatmen, unterer Rücken bleibt lang, Kopf, Brustkorb und Hände heben. Ausatmen, absetzen. Hände neben deine Matte bringen, Spinnenfinger machen. Einatmen, dich heben, um dann die rechte Schulter Richtung Himmel zu bringen, dein Herzraum zu öffnen, das ist ein Kreisen hier. Und die rechte Schulter nähert sich zur linken Hand, du kommst wieder nach unten.
und zur anderen Seite. Einatmen, hebt sich die linke Schulter nach links oben. Der Kopf folgt, soweit es angenehm ist. Kreisen hier oben. Der Blick geht nach rechts. Linke Schulter nähert sich der rechten Hand. Rechte Schulter bleibt oben und wieder zum Boden kommen. Und nochmal einatmen, rechte Schulter Richtung Himmel lädt den Körper ein, mit nach oben zu kommen. Körper kreist hier oben, rechte Schulter hat Interesse an der linken Hand. Linke Schulter bleibt oben. Und wieder zur Erde kreisen, Brustbein zum Boden. Und nochmal linke Schulter hebt sich Richtung Himmel. Brustkorb folgt. Und die Runde zu Ende zu kreisen. Einatmen, die Arme nach vorne bringen. Ausatmen, die Ellbogen neben dem Körper, Kopf und Brustkorb heben sich, unterer Bauch aktiv. Einatmen, lange Arme nach vorne, Kopf ist gehoben. Ausatmen, Ellbogen nach hinten ziehen. Einatmen, Arme lang. Ausatmen, Hände unter die Schultern und dich wieder in den nach unten schauenden Hund bewegen. Du kannst hier entweder stehen bleiben im Hund, du kannst die Füße absetzen, die Knie in der Kindshaltung entspannen oder nochmal mit der Einatmung, diesmal hier mit das rechte Bein beugen, das rechte Knie, lassen es zur linken Hand sinken, gerne hier bleiben oder auf einer nächsten Ausatmung auf die Außenseite rollen vom linken Fuß und den rechten Fuß absetzen hinter. Atme ein, ausatmen, zurück in den nach unten schauenden Hund kommen. Einatmen, linkes Bein heben, ausatmen, das Knie beugen und auf die Außenseite fallen vom rechten Fuß. Linker Arm öffnet sich, Raum. Atme ein und ausatmen, wieder zurück in den nach unten schauenden Hund. Einatmen, bring das linke Knie zum Brustkorb, roll mit deinen Händen, mit deinen Schultern über die Hände. Ausatmen, linken Fuß aufstellen. Einatmen, Knie absetzen, Wirbelsäule lang. Ausatmen, lenkt der Beckenboden nach innen oben, du kommst hoch mit dem Oberkörper. Einatmen, die Arme über die Seiten nach oben. Ausatmen, rechten Ellbogen beugen. Oben und die linke Hand kommt von unten nach oben am Rücken. Vielleicht begegnen sich die Hände. Vielleicht magst du gerne hier bleiben, ein paar Atemzüge. Oder du streckst das rechte Bein aus. Der rechte Fußspann ist flach am Boden. Oder du stellst die rechten Zehen auf, verlängerst die rechte Ferse nach hinten raus. Unterbauch nach innen, Beckenboden rollt nach innen oben. Atme ein, nimm deine Arme wieder nach oben, ausatmen, die Hände neben deinen linken Fuß, Knie zurück zum Boden. Einatmen, Herzraum öffnen, ausatmen, rechten Fuß neben den linken Fuß. Ein, in die Knie, setz dich nach hinten, nimm die Arme über die Seiten nach oben und ausatmen. Rechter Ellbogen beugt sich, dass die rechte Hand zwischen die Schulterblätter sinkt. Und der linke Ellbogen beugt sich, dass die linke Hand von unten am Rücken nach oben kommt. Dass die Hände sich jetzt treffen wollen am Rücken oder dies sogar tun. Einatmen auf Zehenspitzen. Ausatmen auf die Fersen. Setz dich nach hinten, dass die Knie nicht weiter als über deine Zehenspitzen kommen. Einatmen, wieder aufrichten, Herzraum öffnen, ausatmen, auf die Fersen in dein Becken hineinsinken, nach hinten. Einatmen, wieder auf die Zehenspitzen kommen, Herzraum öffnen, ausatmen, nach hinten unten, kannst auch richtig schön tief kommen. Einatmen, auf die Zehenspitzen, beide Arme neben die Ohren. Ausatmen, beugt sich der linke Ellbogen oben und der rechte Arm geht nach unten.
beugt sich auch, dass die Hände wieder im Rücken aufeinander zukommen. Mit der Ausatmung tiefgehend dich nach hinten setzen, flache Füße am Boden. Einatmen, wieder auf Zehenspitzen. Ausatmen, dich zurücksetzen. Und einatmen auf Zehenspitzen. Ausatmen, nach hinten, unten setzen. Einatmen, Zehenspitzen. Ausatmen, nochmal tief nach hinten, unten kommen. Herzraum öffnen. Einatmen, beide Arme neben die Ohren auf Zehenspitzen. Ausatmen, auf die Fersen, Handinnenflächen schließen, Ellbogen beugen, Herzraum öffnen. Atme ein hier in den Herzraum. Ausatmen, Knie beugen, Brustkorb schmilzt nach vorne unten. Einatmen, das rechte Bein weit nach hinten bringen. Und ausatmen, linkes Bein neben das rechte. Dann lauf hier deine Arme nach vorne und schau, dass das Becken über deinen Knien bleibt. Ich kann das bei mir selber sehr schlecht sehen, aber es sollte nicht hier vorne sein, das Becken, und nicht hier hinten, sondern über dein Knie. Die Arme nach vorne laufen, Stirn zum Boden oder auf dem Kissen. Schultern können zurück durch die Schulterblätter Richtung Becken rollen. Atme ein. Atme aus, lass den Herzraum vielleicht noch ein bisschen tiefer zur Erde schmelzen. Einatmen, pulsiere im Becken, lenke den Beckenboden nach innen, oben dein Venushügel Richtung Bauchnabel. Ausatmen, komplett loslassen, Herzraum schmilzt zur Erde. Du kannst hier auch die Stirn, das Kinn ablegen. Einatmen, pulsieren im Becken. Venushügel zum Bauchnabel, Bauchnabel lenkt nach innen oben, du wirst leicht rund. Und ausatmen, Herzraum öffnen, vielleicht Kinn zum Boden. Einatmen, nochmal in dein Pulsieren gehen. Venushügel nähert sich dem Bauchnabel an, spür die Kraft in deiner Mitte, in deinem Chor, deine Chorkraft. Und ausatmen. Wieder entspannen. Leg dich nach vorne auf deinen Bauch und bring die Stirn zum Boden. Entspann die Schultern, die Hände, die Arme, den Raum in deinen Schultern bis zu den Achselhöhlen. Den Raum, in dem deine Schulterblätter liegen. Um dann dein rechtes Knie zu beugen, dein linkes Knie zu beugen. Die Arme über die Seiten nach hinten bringen, an die Fußgelenke. Okay, und jetzt ganz ehrlich mit dir sein, wenn es nicht leicht ist, deine Fußgelenke hier zu greifen und dabei den unteren Rücken lang zu lassen, gibt es jetzt eine Variante, okay? Sei da ehrlich mit dir. Du kannst die Füße zusammenbringen, die Knie weit öffnen, die Arme wieder zum Boden entlassen. Unterbauch lenkt nach innen oben, Beckenboden nach innen oben und hebe hier den Kopf und den Brustkorb. Du kannst die Oberarme über die Seiten nach außen rollen, dass die Handinnenflächen zum Himmel zeigen. Das ist deine Variante. Die andere Möglichkeit ist, die Hände an den Fußgelenken zu halten, das Lotus Mudra des Fußes zu machen. Das heißt, langgestreckte Füße, Zehen zu dir ranziehen, Beine der Erde übergeben, mit der Einatmen lang. Einatmung lang werden und die Ausatmung entlässt dich in den Raum, wie als ob die Erde dich hebt. Nochmal einatmen, Länge in die Vorder- und Rückseite deiner Wirbelsäule.
mit der Ausatmung dich wie noch mehr in den Raum hinein öffnen. Atme ein und ausatmen, wieder zum Boden kommen, die Hände unter die Schultern legen. Einatmen, Länge in die Wirbelsäule einladen, die Erde spüren. Ausatmen, die Hände und Beine der Erde übergeben und dich in den nach unten schauenden Hund hineinrollen, schieben. Einatmen, hebt das rechte Bein. Ausatmen, roll mit den Schultern über deine Handgelenke, rechtes Knie am Brustkorb. Einatmen, den rechten Fuß abstellen. Ausatmen, das linke Knie zur Erde überlassen. Atme ein hier. Ausatmen, linker Fuß zum rechten. Ein in die Knie, die Arme über die Seiten nach oben. Ausatmen, Ellbogen beugen, den Herzraum öffnen. Einatmen, die Arme wieder hoch, aus, in die Knie, Herzraum schmilzt nach vorne, unten. Einatmen, das linke Bein nach hinten bringen und ausatmen, das rechte Bein nach hinten bringen. Setz dich auf deine Fersen. Einatmen, die Arme zu den Seiten öffnen. Ausatmen, die Außenseite der rechten Hand an die Außenseite des linken Oberschenkels. Becken ist schwer, linker Arm geht nach hinten. Der Blick kann folgen, solange es weich bleibt im Nacken. Die innere Freiheit willst du mit dabei haben. Einatmen, beide Arme nach oben, Hand in Flächen schließen. Ausatmen, Ellbogen beugen, Kopf in die Hände legen, Herzraum öffnen. Unterer Rücken ist lang. Einatmen, die Arme nach oben bringen. Ausatmen, linke Hand an die Außenseite vom rechten Bein. Rechter Arm öffnet sich nach hinten. Unterer Rücken wächst. Steißbein zur Mitte der Erde. Einatmen, die Arme heben. Ausatmen, Ellbogen beugen. Hände, Fingerspitzen zeigen Richtung Erde. Einatmen, Herzraum öffnen und die Arme nach oben bringen. Ausatmen, rechte Hand an die Außenseite vom linken Oberschenkel. Linker Arm zeigt nach hinten. Langer, schwerer unterer Rücken. Einatmen, die Arme wieder neben die Ohren heben, Hand in Flächen schließen. Ausatmen, Ellbogen beugen, Hände an den Hinterkopf. Einatmen in den Herzraum, Arme heben, ausatmen, linker Arm an die Außenseite vom rechten Oberschenkel, rechter Arm zeigt nach hinten. Einatmen, nochmal nach oben kommen, ausatmen, die Arme über die Seiten, dich nach vorne rutschen, in die Bauchlage hinein, Stirn zum Boden. Hände an den Hinterkopf, einatmen, Kopf und Herzraum öffnen, Ellbogen heben, ausatmen, linker Ellbogen zum Boden, rechter Ellbogen nach oben. Einatmen zur Mitte, du bist immer noch gehoben, lang in der Vorder- und Rückseite deiner Wirbelsäule. Ausatmen, rechter Ellbogen zum Boden, linker Ellbogen zeigt nach oben. Einatmen zur Mitte, Arme nach vorne ausstrecken. Ausatmen, kommen die Hände nach hinten und greifen dein linkes Fußgelenk, Stirn zum Boden.
Einatmen, schiebt der Venushügel in die Erde. Kopf und Herzraum öffnen sich. Kraft in die Erde, desto mehr Leichtigkeit bekommen wir. Ausatmen, wieder zum Boden kommen. Einatmen, Venushügel schiebt in die Erde, hat Interesse am Bauchnabel. Kopf entfaltet sich. Rechter Fuß hebt die Hände, die Arme, den Oberkörper hoch. Und ausatmen, wieder nach unten kommen. Nochmal einatmen, dich in den Raum hinein entfalten. Und ausatmen, zum Boden kommen. Einatmen, die Arme neben deine Ohren nach vorne bringen. Rechtes Bein streckt sich aus. Stirn ist am Boden, nur die Arme gehoben. Ausatmen, linkes Knie beugen. Die Hände greifen den linken Fuß, mit dem du gerne das Lotus-Mudra des Fußes machen kannst. Das heißt, den Fuß lang strecken und die Zehen zu dir ranziehen. Einatmen, Länge spüren. Aus der Länge heraus dich heben. Linke Fuß geht weg vom Gesäß nach hinten. Hilft dir, dich hochzuheben. Ausatmen, wieder zur Erde kommen. Nochmal einatmen, heben. Und ausatmen, zum Boden kommen. Und einatmen, wieder heben. Und ausatmen, zum Boden. Einatmen, das linke Bein ausstrecken, Arme nach vorne. Ausatmen, Beckenboden nach innen, Kopf hebt sich, Ellbogen neben den Körper nach hinten bringen. Hände aufsetzen, Becken der Erde übergeben, unterer Rücken wird lang. Sitzbeinhöcker schmelzen Richtung Fersen und streck langsam deine Arme. Nicht ganz durchstrecken, einfach dahin, wo du merkst, du kannst noch gut loslassen im unteren Rücken. Wenn du sehr geübt bist, kannst du auch fast in die ausgestreckten Arme gehen, aber wir wollen nie ganz blockieren. Und es geht wirklich nur durch Loslassen im unteren Rücken. Der Beckenboden ist mit dabei. Herzraum öffnet sich, vielleicht den Kopf nach hinten legen. Dann kannst du ja einmal das linke Bein heben, nach links zum linken Fuß schauen und wieder zurück. Dein rechtes Bein heben, zum rechten Fuß schauen und zurück. Atme ein, ausatmen, lenk den Beckenboden nach innen oben, schieb dich nach hinten, stell die Zehen auf und komm in den nach unten schauenden Hund. Einatmen, heb dein linkes Bein. Ausatmen, roll die Schultern über die Hände, linkes Knie zum Brustkorb. Einatmen, den linken Fuß aufstellen zwischen die Hände. Ausatmen, das rechte Knie absetzen, den Fuß lang machen. Einatmen, Länge in der Wirbelsäule. Und ausatmen, rechten Fuß zum linken. Ein, die Arme über die Seiten nach oben nehmen. Und aus, über die Seiten nach unten. Spür einen Moment deinen Stand, nimm wahr, wo du gerade angekommen bist. Spür deine Schultern, deinen Herzraum, deinen Rückenraum. Schau mal, ob du noch ein bisschen mehr loslassen kannst im unteren Rücken. Dann leg dein Kinn zum Brustkorb, lass dabei der Vorderseite der Halswirbelsäule Raum. Leg die Hände an den unteren Rücken und wenn du dich jetzt nach vorne entlässt, mit Raum in der vorderen Wirbelsäule, streichen die Hände über die vielen, vielen, vielen Energiekanäle in deinen Beinen, die Nadis nach unten. Und dann die Hände zum Boden zu bringen.
das linke Knie zum Boden zu bringen, das linke Unterbein, ein rechtes Unterbein. Und dich abzusetzen auf die Knie, auf die Fersen. Die Hände hinter dir absetzen, Fingerspitzen zeigen nach hinten. Atme ein hier in deinen Herzraum. Ausatmen, lass den Beckenboden nach innen oben rollen und hebe dein Becken an. Kinn bleibt am Brustkorb. Atme hier oben ein und ausatmen, wieder nach unten kommen. Atme ein, spür die Öffnung vom Atem in der Vorderseite deiner Wirbelsäule. Ausatmend rollt der Beckenboden nach innen oben. Das Becken hebt sich Richtung Himmel. Kopf ist getragen, Kinn am Brustkorb. Atme ein und ausatmen, wieder zum Boden kommen. Und du kannst das gerne noch ein paar Mal machen. Oder wenn du magst, kannst du in den Kniestand hier kommen. Einatmen, Steißbein fällt zur Erde, Beckenboden rollt nach innen oben. Ausatmen, entlässt du deine Hände auf deine, na, wo sind sie denn? Meine Fußfersen. Fersen, genau, da wollte ich hin. Der Kopf bleibt getragen. Atme ein in die Vorderseite des Körpers. Ausatmen in die Rückseite deines Körpers. Der Beckenboden ist hier kraftvoll mit dabei. Du kannst schauen, wie viel du den Kopf entlassen möchtest, sodass die Halswirbelsäule noch in der Freiheit ist. Atme nochmal ein. Ausatmen, lenk den Beckenboden nach innen oben und komm mit dieser Kraft wieder aus der Form raus. Einatmen, öffne die Arme zu den Seiten mit den Handinnenflächen nach oben. Und ausatmen, mach dich rund in der Haltung des Kindes. Entspann die Hände neben deinen Füßen. Lass die Schultern nach unten sinken zur Erde. Und lass die Sitzbeine gar zu den Fersen. Sei nah mit dir. Nimm wahr, wie der Atem dich von innen bewegt. Und dann mit deiner Beckenimpulskraft rollst du die Sitzbeinhöcker zu den Pferden, den Steißbein zum Venushügel, roll dich hoch. Um es dir dann ganz bequem zu machen, mit dem Vorschlag, dir eine dünne Decke, oder ich habe hier meinen Pullover, bin ja gerade auf dieser etwas längeren Busreise, für ein Jahr oder so und habe jetzt nicht so mein ganzes Yoga-Equipment dabei. Also ein Handtuch geht auch super. Eher dünner. Meinst du schon fast ein bisschen zu dick? Ja, geht noch. Unter die Schulterblätter legen. Unter deine Schulterblätter. Und dich da drüber legen. Die Arme können mattenbreit geöffnet sein. Und lass dich erstmal ankommen auf der Erde, ausatmen. Um dann den linken Fuß aufzustellen an der linken Seite deiner Matte. Den rechten Fuß an der rechten Seite deiner Matte
Und dann können beide Knie nach rechts fallen. Und wenn du magst, kannst du die Außenseite vom rechten Fuß auf die Außenseite vom linken Fuß legen. Wenn du das Gefühl hast, dass du dann wie aus dir herausziehst und dein Zwerchfell vielleicht wie fast auseinanderdehnst, dann lass die Beine einfach ganz locker liegen nebeneinander. Atme in deine Milz hinein. Links unter deinen Rippen. Ohne dein Projekt draus zu machen, erlaubt dir, weicher zu werden, wie durchlässiger. Dich wieder zurück zur Mitte zu bringen und dein linkes Bein nach links fallen zu lassen und das lädt das rechte Bein ein, mitzukommen und vielleicht die Außenseite vom linken Fuß auf die Außenseite vom rechten Oberschenkel zu legen. Leg dich so, dass du wirklich gut loslassen kannst. Dich in den Raum hinter dir entspannen kannst. Geht noch ein bisschen mehr loslassen. Und dich ganz langsam wieder der Erde anzunähern, auch mit der rechten Beckenseite. Und dann das Handtuch oder deine Decke, dein Pullover unter dir hervorzuziehen, die Knie nochmal nacheinander zum Brustkorb bringen, ohne an ihn zu ziehen, einfach sie entspannt fallen lassen. Atme in dein Becken, in den Bauch, in die Erde. Und dann ganz langsam in deinem Tempo zum Ruhen zu kommen. Schau, wie du gut liegen magst.
Halte dich warm. Dir vorstellen, dass mit der Einatmung der Atem durch deine Fußsohlen, durch die Beine, durch dein Becken in den Bauchraum hineinfließt, in den unteren Rücken. Und mit der Ausatmung wie loslässt an die Erde. Wie wäre es dir vorzustellen, dass dein Bauchraum, der Lendenbereich wie ein Tierschwanz haben, der bis zur Erde reicht. Was für ein Schwanz kommt dir da in deine Vorstellungskraft hinein? Einatmen durch die Fußsohlen, durch die Beine, durchs Becken, in den Bauchraum. Ausatmen, loslassen an die Erde. Du kannst dir das loslassen über diesen Schwanz vorstellen, der bis in die Erde reicht und der jegliche Anspannung aus deinen Schultern, aus dem Raum neben der Wirbelsäule, aus der Mitte deiner Wirbelsäule loslässt, abgibt. Erlaub dir noch ein bisschen mehr in der Vorderseite des Körpers loszulassen. Dass die Haut hier schmelzen darf, zur Erde hin. Relax, relax, relax.
kann. Fühl dich eingeladen, einfach hier liegen zu bleiben, noch mehr zu ruhen oder langsam den Körper wieder in den Raum um dich herum hineinzubewegen. Lass dich langsam gehen, vielleicht nochmal mit deinen Händen, wie dein Körper wahrnimmt, erspüren, ertasten, beschenken. Wenn du dann über die Seite wieder nach oben kommst zum Sitzen, danke ich dir vom ganzen Herzen für dein Dabeisein in dieser Praxis. Es ist ein Geschenk für mich, Yoga zu teilen, Meditation zu teilen, das Leben zu teilen. Möge es so in dir fließen, dass es dich in deine Freiheit begleitet. Mögest du den Raum und den Halt in dir haben, das fließende Leben in dir gut zum Armen. Namaste. Danke, danke, danke.